88.6. Servus, ihr seid hier bei der Gaming-Show GG gelandet. Ich bin Georg und ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu der ganz neuen Staffel GG. Wie vorhin bereits erwähnt, wird es hier um Gaming gehen und dafür habe ich meinen lieben Kollegen Niklas dabei. Servus. Hallo. Servus Niklas. Du bist von den Engines Stuttgart. Kannst du mir mal grob erklären, was die so sind, was die so machen? Also die Engines Stuttgart sind ein E-Sport-Verein oder wir sind gerade dabei, dass es ein eingetragener Verein wird. Ursprünglich war das hier eine Initiative an der Hochschule, um eben Gaming-Interessierten eine Plattform zu geben, sich auszutauschen, Spaß zu haben, gemeinsam zu zocken. Und cool. Weil eben ziemlich viele Externe noch kamen, sind wir gerade dabei, einen Verein zu gründen, um eben allen Interessierten im Raum Stuttgart eine Plattform zu bieten. Aber mit Externen meinst du praktisch nicht Studenten? Ja, genau. Oder irgendwie, was mit Uni-Studenten? Ist da irgendwie ein Problem oder können die auch einfach kommen? Die können, wenn es ein Verein ist, dann auch einfach kommen, genau. Ah, okay. Ja, cool. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich auch Mitglied bin bei diesem Verein, ganz offiziell. Also es ist nicht so, dass ich hier keine Ahnung von den Engines habe. Ich kenne mich schon mit den Jungs aus, da ich ja einer von denen bin. Genau, ich finde das Thema E-Sports auch mega interessant. Wie findest du eigentlich das Thema E-Sports? Was denkst du so darüber, deine Gedanken? Also ich mache ziemlich viel E-Sport in meiner Freizeit, deswegen denke ich da viel drüber. Okay, cool. Privat spiele ich Counter-Strike, je nachdem wer on ist. Overwatch habe ich früher gespielt. Ah, okay. Also auch schon sehr kompetitive Spiele. Die Spiele, soweit ich das weiß, machen auch nur Spaß, wenn man irgendwie gewinnt. Ja. Oder ansonsten kannst du es gleich lernen. Ja, cool. Wie bist denn du also zu den Engines gekommen, durch diese Initiative von der Hochschule? Also das ging damals los mit Campus eSport. Das war eine Initiative vor den Engines an der Hochschule der Medien. Ja. Und das war eben eine ganz normale Gaming-Initiative von der VS. Da konnten eben Gaming-Interessierte eben kommen, in dem VS-Lab gemeinsam zocken. Und weil dann eben auch viele Externe kamen, wie ich erwähnt habe, haben wir dann die Engines gegründet. Und das war eben auch lange Zeit eine Initiative und eben jetzt dann dieser Verein. Und ich war eben früher, so seit dem zweiten Semester, jetzt bei den Campus eSport eben tätig. Ah, genau. Okay. Was studierst du eigentlich, Niklas? Online-Medien-Management. Online-Medien-Management, okay. Ich habe schon mitbekommen, du bist sehr mit Grafiken und sowas oder designmäßig unterwegs. So. Was machst du da eigentlich genau alles? Also hast du das auch im Studium oder? Also im Studium habe ich es jetzt so nicht eigentlich. Ich mache das jetzt bei den Engines dieses Semester. Im Grafikleitung, sage ich jetzt mal. Ah, okay. Also das heißt, ich mache die ganzen Grafiken, verteile die eben an die anderen Grafikdudes. Okay, also du nimmst die Arbeit und schiebst sie woanders hin. Okay, cool. Ja, also durch die Engines bist du krasser geworden mit Designs oder generell, da du es ja nicht im Studium hast. Ja, genau. Ich habe es auch davor privat gemacht. Ich habe mein anderes E-Sport-Team noch so mit ein paar Freunden, da habe ich die Webseite gemacht und ein paar Grafiken. Ah, du hattest immer schon so ein Fable für Grafiken und Designs und so. Ja. Okay. Und durch die Engines hat sich das dann verbessert oder eher verschlechtert? Also ich denke schon verbessert. Ich verbringe ja viel mehr Zeit damit, das mit so Grafiken zu gestalten. Auch für die Gaming-Initiative jetzt an der HDM hier. Ja. Und ja. Genau. Ganz kurz, vor zwei Songs habt ihr euch noch Super Smash Bros. Ultimate angehört. Das war das Theme-Song. Ich bin nämlich auch Leiter der Initiative, der Gaming-Initiative, also die Engines, wie gerade der liebe Niklas meinte, die sind jetzt hier raus. Die sind jetzt, gründen ihren eigenen Verein und es gibt immer noch an der HDM eine Gaming-Initiative, die trifft sich jeden Dienstag um 18 Uhr. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Der eine oder andere wird schon denken, was wir da heute spielen werden. Also vorhin haben wir Super Smash Bros. Abgespielt, von daher. Genau, das Besondere an diesem Semester habe ich noch, dass wir das ein bisschen interaktiver machen. Auf Twitch könnt ihr jetzt live uns angucken. Genau, wenn ihr einfach auf twitch.tv/Houdini geht, mit 2i, dann könnt ihr uns praktisch anschauen, könnt auch direkt in den Chat was schreiben. Also früher hat man beim Radio mal angerufen, jetzt könnt ihr in den Chat schreiben und sagen, hey, ihr seid zu laut oder ihr seid zu leise oder ihr könnt irgendwelche Fragen stellen. Bringt euch einfach mit ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar Nachrichten reinkommen würden. Genau, cool. Also Design, Engines, läuft bei. Läuft. Das ist doch cool. Wie ist gerade allgemein die Stimmung bei den Engines? Also ihr seid jetzt ein neuer Verein, habe ich es mitbekommen, ne? Ja, also es ist gerade Aufbruchsstimmung, wenn man das so sagen kann. Ja. Also wir sind gerade in der Mache, eben den neuen Verein zu gründen. Waren da jetzt beim Notar auch. Also es sind in den letzten Schritten, so wie ich das mitkriege. Ah, okay. Und Ja, cool. Also seid ihr dann offiziell schon eingetragen oder muss das noch alles geklärt werden mit dem Notar? Das ist noch alles, das wird noch gemacht. Ja. Okay. Aber steht eigentlich nichts im Weg, also. Ah ja, das ist ja easy. Ja. Super, von Niklas und mir gibt's gleich viel, viel mehr. Servus, ihr seid hier bei der Gaming-Show GG gelandet und heute wird es sehr um E-Sports und um den Verein Engines Stuttgart gehen. In der schönen Pause, wo ihr euch die Fantastischen Vier einfach sein gehört habt, ist der liebe Luca Jebautzki gekommen. Hallo Luca. Hallo.
Oh, Niklas ist auch noch da. Hallo. Sehr gut. Genau, diese beiden Jungs sind praktisch vom Vorstand von den Engines. Niklas meinte praktisch schon, was die Engines so grob machen, dass es um Gaming geht und externe, dass man da schon einen Verein dafür sogar aufgebaut hat, dass man mal in der HDM dafür angefangen hat und jetzt ausgewandert ist. Kann man das so sagen, Luca? Ja, wir wurden einfach zu groß für hier. Es sind einfach zu viele Leute gekommen, die nicht einfach von der HDM waren. Ne? Da mussten wir dann irgendwas machen und haben jetzt den Verein gegründet. Ah, okay. Also Niklas meinte schon, ihr wart doch schon beim Notar. Ist das jetzt schon alles gegessen? Oder also seid ihr jetzt offiziell ein Verein? Nein, also das Schreiben ist ans Registeramt raus und jetzt warten wir auf eine Antwort und hoffen, dass die Satzung alles so angenommen wird, wie wir sie formuliert haben. Okay. Also noch nicht ganz offiziell ein e.V. Noch nicht ganz offiziell. Aber kannst du trotzdem mal ganz kurz in deinen Worten erklären, was sind denn genau die Engines? Die Engines sollen einfach eine Plattform für alle E-Sport-Begeisterten in und um Stuttgart sein, wo sie sich treffen können, wo sie Gleichgesinnte treffen können, aber auch Teams finden können und dann auch aktiv in irgendwelchen Ligen spielen können. Einfach ja, alle sammeln, die gerne zocken, aber hauptsächlich natürlich E-Sport betreiben. Okay, und kannst du mir vielleicht den Unterschied erklären zwischen einfach zocken oder einfach daddeln und E-Sports? Ja, wenn man einfach nur irgendwas daddelt, alleine zu Hause oder auch vielleicht auch mal mit Freunden zusammen, dann geht es ja im Grunde genommen um nichts. Da ist auch kein Wettbewerb vorhanden. Für mich ist E-Sport alles, sobald es halt wirklich kompetitiv wird, also wenn wirklich das Ganze wettbewerbsorientiert betrieben wird und die Spieler oder Teams dann auch in Ligen spielen, dafür trainieren, um sich zu verbessern als Team oder Spieler. Das ist für mich der Unterschied zwischen Casual Gaming und E-Sport. Genau, sehr gut. Wie lange gibt es denn euch eigentlich schon? Also ich weiß, ihr seid noch nicht offiziell, aber so allgemein die Engines-Geschichte, wie lange gibt es euch da? Ich meine, als Engines-Hochschulinitiative an der HDM gibt es uns jetzt schon seit einem Jahr. Ein gutes Jahr, also letztes Sommersemester haben wir uns offiziell so gegründet und eben, Niklas hat es ja schon erwähnt wohl, Campus E-Sports gab es davor ja auch schon ein bisschen länger. Oh, 2,5 Jahre jetzt ungefähr. Ja, sowas. Irgendwie sowas. Ja. Ah, okay. Also es gibt schon an der HDM, es war immer schon so ein Standpunkt irgendwie mit Gaming, hat das immer was zu tun. Was könnt ihr denn eigentlich so für Erfolge schon? Also wenn du sagst, es ist sehr kompetitiv und Turniere, was können denn die Engines bis jetzt alles so zeigen? Ja, also die letzten Ergebnisse, da wurden wir vor allem in einem europäischen Studententurnier in Rocket League Vierter. Also man kann sagen, wir haben das viertbeste europäische Rocket League Team, zumindest auf Studentenbasis, Uniliga-Basis. Ansonsten haben wir auch in der normalen deutschen Uniliga schon einen zweiten Platz in Rocket League gemacht, einen dritten in Overwatch, einen dritten, glaube ich. Also Top 5 seid ihr immer am Start? Ja, kommt aufs Spiel drauf an. Okay. Also in Counter-Strike und League of Legends, da hat es bisher noch gehapert. Das hoffen wir, dass wir das jetzt diese Season ein bisschen verbessern können. Aber was ist denn genau die Uniliga? Die Uniliga ist im Grunde genommen einfach eine Liga, wo studentische Teams in ganz Deutschland gegeneinander spielen können. Da gibt es auch mittlerweile 70 Standorte in ganz Deutschland, also relativ groß auch mit, glaube ich, über 1500 Spielern. Krass. Ja, da spielen einfach nur Studenten Videospiele gegeneinander. Kompetitiv, genau. Kompetitiv, ja. Niklas, weißt du nicht, was Engines bedeutet? Also genau, Engines oder was das für eine Bedeutung hat? Warum das Engines heißt? Ja, genau. Nicht irgendwie Stallions oder so. Wegen was? Nee, Stallions war auch mal im Gespräch, aber wegen Pferde und so Stuttgart. Pferde Stuttgart? Ja, ah, okay. Deswegen den Wappen. Aber Engines einfach, weil Stuttgart der Standort hier, Automobile, weiß nicht, Daimler, Porsche. Und dann dachten wir irgendwie, das bisschen fancy zu machen, Engines Stuttgart. Engines Stuttgart. Eben wegen diesem ganzen Automobil. Ah, und dann können wir als Slogan eben Vollgas, weil wir Vollgas geben. Ah, das ist euer Slogan. Vollgas. Ja, ja, genau. Okay. Ja, apropos Daimler, wie in der HDM ist gerade, ich glaube, Markt der Karrieremarkt, Markt der Zukunft, irgendwie so. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen laut draußen ist. Das tut uns leider leid. Es ist sehr, sehr viel los. Also hier sind alle großen Firmen vertreten von Stuttgart und wollen die lieben Studenten abwerben. Genau, also kommen wir zurück zu den Engines. Wie seht ihr beide eigentlich die aktuelle Lage des E-Sports in Deutschland? Also jetzt nicht allgemein, sondern nur im Schland. Unterentwickelt. Also im Gegensatz zu anderen Ländern, wo das Ganze auch schon politisch auch entsprechend angenommen wurde oder auch als Nationalsportart schon anerkannt ist, wie auch immer, da ist Deutschland auf jeden Fall hinterher. Ich meine, langsam passiert was in der Politik, ist die Frage, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht. Aber was auch jetzt vor allem uns hier als lokalen E-Sport-Verein betrifft, es gibt halt noch keine große lokale Turnierlandschaft oder generell Vereinslandschaft. Das entwickelt sich jetzt seit den letzten paar Jahren, aber es fehlen halt immer noch an lokalen Vereinen. Deswegen machen wir das hier in Stuttgart überhaupt. Ah, okay. Also du ratest eher dazu, dass zum Beispiel Böblingen oder Sindelfingen oder so ihren kleinen E-Sports-Verein aufmachen sollten, oder?
Ja, ist die Frage, ob man jetzt gleich so nah so an Stuttgart, gleich. Also natürlich nicht, weil die sollen alle zu uns kommen, ist ja, ja logisch. Aber generell wäre es natürlich schon schön, wenn zumindest jede größere Stadt in Deutschland irgendwo einen lokalen E-Sport-Verein hat, weil es fehlt halt an diesen ja, Nachwuchsverein im Grunde genommen. Es gibt die professionelle Ebene, die ist in Deutschland ja ziemlich gut ausgebaut. Es gibt echt viele gute, große deutsche Teams, Mausports, SK Gaming, BIG. Mhm. Also da gibt es schon viele, die professionell unterwegs sind, bei denen das auch läuft, aber es fehlt halt an diesem Nachwuchs, am Amateur-E-Sport im Grunde genommen. Das, was im normalen Sport wie Fußball etc. ja schon lang ausgebildet ist. Habt ihr nicht das Gefühl, dass die Politik das irgendwie erschwert bei euch oder dass sie euch das Leben schwer machen, irgendwie einen Verein zu gründen oder allgemein, also auch gesellschaftlich, ob ihr da akzeptiert werdet? Also ich meine, Verein gründen an sich kann ja jeder machen, wie er will. Was halt erschwert wird, ist, dass es bisher immer noch keine Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine gibt. Mhm. Also wenn Vereine wie jetzt Leipzig die Gemeinnützigkeit haben wollen, müssen sie halt über die Jugendförderung gehen oder ja die Jugendbildung. Mhm. Und es fehlt halt auch generell an Anerkennung. Also du bekommst halt als E-Sport-Verein keine Unterstützung vom Land oder von der Stadt. Du hast keinen Zugriff als nicht gemeinnütziger Verein auf irgendwelche Hallen für Events. Das ist halt so Zeug, was momentan noch fehlt und wo hoffentlich demnächst was passiert. Ich meine, im Koalitionsvertrag stand ja mal was drin mit E-Sport, anerkennen etc., aber da sind ja die Politiker jetzt wieder anderer Meinung plötzlich, also ja, wird Zeit, aber ich meine, irgendwann wird es auf jeden Fall kommen, ist die Frage wann. Niklas, befasst du dich jetzt irgendwie mehr mit Politik aufgrund von dem ganzen E-Sports-Thema, oder? Also ich war jetzt auf meiner ersten Demo letztens wegen Artikel 13. Glückwunsch, okay. Auch mit den Engines eben. Okay. Aber sonst politisch bin ich eigentlich gar nicht so drin in dem ganzen Zeug. Mhm. Ich halte mich da eher zurück. Du hältst dich da eher zurück als Vorstandsmitglied. Ist auch gar kein Problem. Genau, dann noch eine Frage an euch beiden. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einem normalen Sport und dem E-Sport? Also was gibt es da für Gemeinsamkeiten vielleicht auch, also mental oder Training oder wie auch immer, und was sind die großen Unterschiede? Ja, also der große Unterschied ist, denke ich, erstmal, dass es am Computer gespielt wird oder an der Konsole, ne? Und dass man sich vielleicht auch körperlich nicht ganz so betätigt wie im richtigen Sport. Ich meine, das muss man auch als Gamer akzeptieren, aber andererseits, also ich habe auch letztens wieder mit jemandem geredet und das Training an sich, das hat schon ziemlich viele Parallelen zum normalen Sport. Du guckst dir an, was du gespielt hast, du analysierst, was du gespielt hast, was verbessert werden kann, was falsch läuft. Du guckst dir auch die Gegner an, gegen die du spielen wirst, analysierst, was die so spielen und wie man das am besten kontert. Also vom Training her und auch vom Teamwork her, da ist schon, also ist für mich einfach Sport. Siehst du es auch so, Niklas? Ich sehe es ähnlich, ja. Also es ist natürlich jetzt nicht kein körperlicher Sport, sodass du dann nach einer Stunde E-Sport irgendwie K.O. bist oder was, außer mal deinen Arm vielleicht. Ja. Aber das ist dieses Wettkampfgedanke und dass du eben im Team spielst und ein Ziel hast, eben gemeinsam an diesem Ziel arbeitest, das ist so ziemlich ähnlich zum normalen Sport, denke ich. Cool, wir machen ganz kurz eine Pause. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Deichkind, gut dabei, und danach sind wir wieder bei GG. Servus, ihr seid hier bei der Gaming Show GG gelandet mit den zwei Engines Boys, die hier Doppelpiece machen im Studio. Wenn ihr hier mal reingucken wollt ins Studio oder mal unsere Gesichter sehen wollt, könnt ihr gerne auf horaz.de gehen, da haben wir eine Studiocam. Hallo! Oder ihr könnt auf twitch.tv/Houdini gehen, mit 2i, also Houdini. Dort könnt ihr auch gerne was in den Chat reinschreiben. Könnt ihr einfach sagen, hey, keine Ahnung, ich habe die und die Frage zu den Jungs oder zu dem E-Sports allgemein. Dann kommt ihr direkt hier ins Studio rein. Genau, wir haben davor relativ viel über die E-Sports aufgebröselt und über die Engines, woher sie kommen, was sie gerade machen. Aber was kann man denn eigentlich bei euch machen, wenn jetzt jemand Neues zu euch kommt und sagt, hey, ich würde mich gerne engagieren oder so, was gibt es denn alles für Tätigkeiten bei euch? Ja, also generell kommt darauf an natürlich, was die Person will, wenn sie spielen will. Kann sie natürlich in einem Team spielen oder je nachdem, was für ein Spiel, einzelspielermäßig für uns antreten in Ligen oder sonst wo. Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, sich ehrenamtlich im Verein zu engagieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, im Social-Media-Bereich, im Marketing-Bereich, Event-Management, Grafiker. Grafikbeste. Video. Ja, irgendwie Videograf oder Fotograf, Cutter. Also wir haben vieles offen auf der Webseite. Engines-stuttgart.de gibt es auch einen Bereich Jobs bei über uns, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind auch ein paar aufgeführt. Die sind, glaube ich, noch nicht ganz aktuell, Niklas, oder? Ja, mache ich mal die Tage. Ja, heute.
genau, aber da steht es im Grunde genommen, das könnt ihr auch sehen, wie ihr uns am besten kontaktiert. Generell gibt es uns ja sowieso auf allen Social-Media-Plattformen, die relevant sind. Oder auch Discord, wie auch immer. Ja, also so wie bei dir, Niklas, praktisch. Also du hattest erst bisschen was privat mit Design und so zu tun und dann bist du zu den Engines gegangen, hast gesagt, ey, ich habe da irgendwie Bock drauf oder hat man dich dazu gezwungen oder hat sich niemand gemeldet, hat sich niemand getraut, den Job zu übernehmen? Nee, also für Grafik wurde ich gefragt vom lieben Luca neben mir. Ah, okay. Und dann habe ich halt Grafik gemacht. Davor war ich für die Website, habe ich die Website gestaltet, habe ich die Website aufgesetzt und ein bisschen Marketing gemacht. Aber ja, eben dieses Semester eben Grafik, da habe ich auch Bock drauf, mache ich auch gern privat. Also. Hattest du auch das Gefühl, dass die Engines dich dabei unterstützt haben? Also mit Engines meine ich Luca wahrscheinlich, aber also oder hast du dich irgendwie alleine gelassen gefühlt mit deinen Aufgaben? Oh, jetzt pass auf. Mach mal das Mikro aus. Okay, verstehe. Nee, Spaß. Nee, da unterstützt immer, wenn ich Fragen hatte, war Luca immer gern zur Stelle. Und alleine gelassen auf keinen Fall. Und ich denke auch, wenn jemand keine Ahnung hat, keine Erfahrung hat in dem Bereich, kann er trotzdem gern kommen, sich einarbeiten. Deswegen sind wir auch da. Wir sind jetzt kein irgendwie millionenschweres Unternehmen oder so, wo jeder kleine Fehler, sage ich mal, direkt den Untergang bedeutet, sondern hier kann jeder herkommen, lernen, mitmachen. Brauchen jeden. Luca, du bist Vorstandsmitglied oder was genau deine Aufgabe eigentlich bei den Engines? Ich bin Vorstandsvorsitzender, also der Big Boss. Ne? Der Big Boss, okay, also der Guru, der auch hier den kleinen Leuten mal hilft. Ja, wobei Niklas ja auch kein kleiner Leute ist, der ist ja auch Vorstandsmitglied, von daher. Ja, okay, also man kann erst deine Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man im Vorstand ist. Nein, definitiv nicht. Okay, also, okay. Ist sehr ich helfe auch immer gern, ich helfe intern gern, aber oft kommen auch andere externe Vereine oder Hochschulgruppen zu uns, keine Ahnung, aus Trier oder sonst woher und fragen, hey, wie habt ihr das gemacht mit der Gründung von eurem Verein, wie auch immer. München ist zum Beispiel auch gerade dran, einen e.V. zu gründen, da haben wir uns auch mit denen getroffen, wo wir in München waren, vor ein paar Wochen. Ja, also wir sind auch immer gerne hilfsbereit. Ne? Das ist gut zu hören. Wie findet ihr das eigentlich, wenn jetzt große Fußballvereine, also der ein oder andere Hörer hat es schon mitbekommen, dass der VfB zum Beispiel ein E-Sports-Team hat oder Bayern überlegt, Schalke ist zum Beispiel auch eine große Hausnummer. Wie fühlt ihr euch da als jetzt mal in Anführungszeichen kleiner Verein, wenn da so riesen Konzerne auf den E-Sports sich draufstürzen? Ne? Ich meine, erstmal juckt uns das nicht wirklich, weil ich habe es ja vorher schon ein bisschen erwähnt, wir sind eher dieser Amateur-Breiten-E-Sport-Bereich-Verein. Wir kümmern uns mehr um das Lokale und was die Fußballvereine machen, ist ja im Grunde genommen, mit einer Ausnahme, die ich gleich nochmal drauf eingehe, machen die ja nur das Professionelle, den professionellen Bereich. Denen geht es ja wirklich einfach um Reichweite, Werbung, Geld im Endeffekt, während wir halt hier einfach für alle Amateur-E-Sportler auch eine Anlaufstelle sind. Natürlich haben wir auch irgendwo den Anspruch, so einen kleinen Profibereich oder Semi-Profibereich aufzubauen, je nachdem. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen dran. Aber ja, im Grunde genommen machen die Fußballvereine ja professionellen E-Sport. Außer, was ich jetzt letztens gelesen habe, eben Frankfurt, die wohl auch sich jetzt im breiten E-Sport ab Anfang diesem Jahres engagieren wollen. Also nicht nur Profibereich machen, was ich schon mal sehr löblich finde. Ich meine, ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also auch nachwuchsmäßig stelle ich mir das jetzt ein bisschen schwierig vor. Also wenn es da nicht so kleine Vereine wie jetzt die Engines gibt, wo wollen dann die Großen praktisch genau wissen, welche Spieler sie jetzt zum Beispiel engagieren sollen oder wie das allgemein irgendwie funktioniert. Genau, habt ihr da schon irgendwelche Anfragen mal bekommen von großen Vereinen wegen Hilfe oder sonstigen? Also der VfB hat mal angefragt wegen der Kooperation, weil... Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen darf. Also sie wollten noch einen anderen E-Sport einsteigen, einen E-Sport-Titel machen. Und da haben sie eben uns angefragt, ob wir diese dabei unterstützen können und dann im Gegenzug eben wir Reichweite von denen kriegen oder auf deren Social-Media-Kanälen vertreten sind. Ja. Das war mal im Gespräch. Und sonst vielleicht kann Luca noch was sagen. Ich weiß gerade gar nicht, was sonst noch alles. Also eigentlich ist es ja auch immer FIFA, oder? Also das ist so, ich glaube, das Hauptspiel. Ich glaube, Schalke ist eins der Teams, die noch League of Legends haben oder noch andere. Aber ich glaube, von den Fußballvereinen, also von den wirklich großen Konzernen, ist eigentlich nur FIFA. Warum ist es nur FIFA? Weißt du das, Niklas? Ja, FIFA ist ja als Fußballverein, liegt jetzt irgendwie auf der Hand. So. Ja gut, macht Sinn, ja. Und es ist auch für Sponsoren gut zu erklären. Und wenn jetzt ein Fußballverein irgendwie jetzt in Counter-Strike einsteigt, dann ist natürlich erstmal kritisch, auch wegen der öffentlichen Meinung, wenn dann irgendwelche Leute das gar nicht nachvollziehen können, wie jetzt ein
Fußballverein da irgendwie in so ein Ego-Shooter-Killerspiel einsteigt, dann wollen sie es am besten gar nicht riskieren und bleiben eben bei FIFA oder League of Legends und Rocket League, was eben einfach zu verdauen ist. Ja, wir werden auch später nochmal oder in anderen Shows noch auf die Debatte Killerspiele eingehen. Du hast vorhin gesagt, du bist Counter-Strike-Spieler. Ja. Wie findest du eigentlich diese ganze Debatte, ganz persönlich deine Meinung? Die Killerspiel-Debatte? Genau. Speziell Counter-Strike zum Beispiel. Halte ich jetzt nicht so viel von. Also ich meine, ich sehe auch gar nicht mal so groß wie früher die ganze Killerspiel-Debatte. Wenn jetzt wieder ein Amoklauf irgendwo ist, dann oft ist halt so, dass so ein Amokläufer, sag ich mal, auch PC spielt und oft ist dann Counter-Strike, aber es liegt einfach darin, dass Counter-Strike ein extrem populäres Spiel ist und nicht, weil Counter-Strike irgendwelche jetzt Psychopathen anzieht und oder wenn du Counter-Strike spielst und Psychopath wirst. Ja. Das heißt, da ist irgendwie gar nicht der Zusammenhang zwischen jetzt Counter-Strike und irgendwie so Gewalttaten. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, die Debatte. Luca, du als Vorstandsvorsitzender, fühlst du dich irgendwie verpflichtet, als E-Sports-Verein oder als Gaming-Verein da aufzuklären? Oder habt ihr das Thema bis jetzt noch gar nicht irgendwie in Anspruch genommen? So generell fühlen wir uns auf jeden Fall verpflichtet, über den E-Sport aufzuklären. Jetzt Killerspiel ist ein Thema teilweise natürlich, dass ich ungern überhaupt wieder in den Vordergrund hole. Aber gut, es ist halt bei manchen leider ein Thema. Aber auch sonst gucken wir ja, dass wir den E-Sport so oft und so gut wie möglich hier in der Region irgendwie vertreten können, auf Messen gehen, auf irgendwelche Veranstaltungen gehen und einfach zeigen können, dass wir hier sind und dass es hier in Stuttgart auch irgendwas gibt. Ja, also ihr informiert die Leute praktisch erstmal darüber. Und wenn die dann Fragen haben, dann... Ich glaube, ihr habt auch einen Jugendschutzbeauftragten, ne? Ja, wir haben sogar einen Jugendschutzbeauftragten und einen Gleichberechtigungsbeauftragten. Gleichberechtigungsauftragten. Ja. Verrückte Aktion auf jeden Fall. Apropos Events, du hast Events angesprochen. Was stehen denn bei euch so für Events eigentlich im Kalender? Also was steht denn jetzt so Großes an bei euch? Also organisieren tun wir jetzt gerade keine im Moment, da ist jetzt nichts geplant groß. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass die Stugilan, die ja hier letzten Oktober in der HDM gestiegen ist, abgesagt wurde für letztes Semester. Die Stugilan ist eine LAN-Party gewesen, also eine LAN-Party ist im Grunde genommen, wo Computer oder E-Sportler ihre Computer oder Laptops hierher schleppen und dann wird ein Netzwerk aufgebaut und dann können sie nur hier im Netzwerk gegeneinander spielen. Das gucken wir, dass wir das vielleicht, weiß nicht, Ende Jahr oder spätestens nächstes Jahr nochmal irgendwo in einer anderen Location organisiert bekommen. Das wäre cool, weil die Nachfrage war auf jeden Fall da. Es gibt da einen Rabatte bei Horaz. Es gibt Horaz-Rabatte, okay. Horaz-Rabatte, habe ich gehört. Ja, ansonsten sind jetzt gerade einige Teams von uns unterwegs. Also diesen Samstag vor allem ist unser Rocket League-Team in Bingen bei einem Rocket League Turnier von der Uniliga oder mit Bing zusammen organisiert. Dann ist unser League of Legends Team in Kassel bei den MT Legends, also bei einem Handball-Bundesligisten. Oh. Da bist du auch, habe ich gehört. Ja, da werde ich auch da sein. Als Moderator werde ich da dienen, ja. Ja, das ist das erste Mal, dass ein Handball-Bundesligist was im E-Sport macht und kein FIFA oder es gibt ja kein FIFA für Handball. Deswegen League of Legends. Genau. Das ist eine Marktlücke. Ja, parallel ist ja auch noch die TwitchCon am Samstag und nochmal in Wiesloch nochmal ein League of Legends Turnier. Also es steht sehr, sehr viel an für eure Teams. Also für unsere Teams eben zwei Events jetzt erstmal, aber hoffen, dass es mehr wird in Zukunft. Ja, also wie viele Teams habt ihr eigentlich so allgemein, wenn man jetzt alle Spiele zusammenzählt? Also letztes Semester hatten wir 14 Teams in der Uniliga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie viele es dieses sein werden, kann man noch nicht sagen. Die Anmeldefrist läuft dann noch. Ja. Es werden wahrscheinlich eher ein bisschen weniger diesmal sein. Warum fokussiert ihr euch eigentlich so sehr auf die Uniliga? Also immer, wenn mich irgendwie was reinkommt, immer Uniliga hier, ist das praktisch das Nonplusultra in Deutschland? Oder also ist das das einzige Turnier, was es so, ich weiß nicht, was so einen großen Namen hat? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also vor allem, wo wir angefangen haben, es kommt halt einfach daher, weil wir hier als Hochschulgruppe gestartet haben, als Hochschulinitiative. Da war es halt naheliegend, dass man die Studenten sammelt und in die Uniliga schickt. Das war halt jetzt vor allem über das erste Jahr Priorität Nummer eins, würde ich sagen. Jetzt mit der Vereinsgründung wollen wir gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall mehr bei anderen Nicht-Uniliga-Turnieren am Start sind, wie zum Beispiel in Kassel. Das ist ja auch kein Uniliga-Turnier, da können ja auch alle mitmachen. Ja. Aber da muss man halt auch, da ist halt die Konkurrenz auf jeden Fall höher. Also bei der Uniliga ist, muss man klar sagen, dass die Konkurrenz nicht so hart wie jetzt in einem offenen Turnier, wo alle mitspielen können. Deswegen ist halt die Chance, auch was zu gewinnen, höher. Das muss man so akzeptieren. Und deswegen haben wir halt auch mal Treppchenplatzierungen bekommen, die wir sonst halt nicht bekommen hätten. Aber, Glückwunsch, ne? Ja, danke. Genau, deswegen.
Ja, krass auf jeden Fall mit der Uniliga. Und jetzt, du hast schon gesagt, in der Uniliga, die Konkurrenz ist kleiner. Ich glaube, allgemein im E-Sports, wie sieht es da aus? Also es sind ja viel, viel mehr Spieler, wenn wir es zum Beispiel mit Fußball vergleichen. Ich weiß gerade leider nicht die Zahlen, wie viele gerade aktiv Fußball spielen. Aber in League of Legends, eins der meistgespielten Spiele der Welt, das muss ja eine riesengroße, also kompetitiv muss es ja, bis nach oben gibt es wahrscheinlich keine Grenze. Wie schwer ist es denn eigentlich irgendwie in so einem Team, dass man da nicht untergeht bei so viel Competitive und so vielen Gegnern, sag ich mal, die man da vor sich hat? Also wie bereiten sich da teilweise die Teams mental irgendwie drauf vor? Naja, die Konkurrenz ist auf jeden Fall, also um Profi zu werden, also da stehen die Chancen ziemlich gering. Ja. Muss man es einfach, muss man akzeptieren als Spieler, auch wenn ich viele kenne, die sagen, hey, ich will E-Sport-Profi werden, aber die Chance, da wirklich in die Top 10 oder 20 reinzukommen, das ist halt fast nicht machbar. Also, ja, außer man ist bei den Engines Stuttgart. Natürlich. Nee, da wollen wir auch keine falschen Hoffnungen machen. Aber eben deswegen ist auch die Uni immer ein guter Start. Da hast du die Chance, in Top 10 Deutschland-Team zu kommen im Endeffekt. Aber halt, wenn du jetzt das weltweit betrachtest, sind die Chancen schon echt gering. Und um da wirklich hinzukommen, da muss man echt viel Dedication reinbringen, muss man echt viel trainieren täglich. Weiß nicht, manche spielen ja bis zu 12, 15 Stunden am Tag, wie auch immer. Das ist aber auch nicht alles, also du musst natürlich auch gucken, was du falsch machst und was verbessert werden muss von deinem eigenen Spiel, aber auch vom Team im Endeffekt dann. Also das ist schon viel Arbeit und ich würde es nicht wollen, glaub. Niklas, du? E-Sport-Profi zu werden? Ja. Wenn ich jetzt gut wäre in einem Spiel, also extrem gut, dann hätte ich jetzt nichts dagegen, aber ich habe jetzt mich da jetzt einzuarbeiten, die weiß ich nicht, 6 Stunden pro Tag da zu trainieren, habe ich jetzt wahrscheinlich auch keine Lust zu und keine Zeit. Also du wärst gern Pro, ohne was zu investieren. Ja, genau. Einfach so halt. Ich glaube, das wären wir alle gerne. Ja. So, also die meisten. Ja, also ihr habt es vorhin schon erwähnt, wo kann man euch denn finden? Auf welchen Plattformen seid ihr denn überall vertreten? Webseite engines-stuttgart.de. Da ist eigentlich auch alles verlinkt. Ah, okay. Ansonsten Facebook natürlich, Twitter, Instagram, Discord-Server haben wir auch, discord.gg/engines. Ja. Ich glaube, jemand hat gerade noch aus dem Chat gefragt, habt ihr da noch irgendwie Coaches oder wie funktioniert das denn noch ganz kurz? Ja, ich hatte es ja vorher kurz angesprochen, dass wir so einen semi-professionellen Bereich aufbauen wollen oder gerade dran sind. Also vor allem diese Teams, die haben im Grunde genommen Coaches, unser LoL-Team. Da haben wir sogar bis zu dem dritten Team runter teilweise Coaches, die dann halt die Gegner analysieren, die auch das eigene Spiel analysieren und halt versuchen, das Team zu verbessern, das Teamplay, aber auch die Einzelskills. Also das klingt für mich schon sehr professionell, um ehrlich zu sein. Ja, ich meine, der ESBD hat ja vorgestern oder was die erste offizielle Trainerausbildung angekündigt. Wir haben halt noch keine offiziellen Trainer, wenn du so willst. Okay, aber dann werden jetzt wohl welche dann kommen bei euch. Ja, das müssen wir jetzt mal schauen. Müssen wir abwägen. Da muss man, glaube ich, auch Mitglied werden, das sind wir auch noch nicht. Okay. Bisher hatten wir da noch nicht den Benefit gesehen. Ja, also es ist halt alles noch ziemlich auf Hobbybasis, aber die Trainer, die wir haben, die sind eigentlich schon echt gut. Also die stecken da auch viel Zeit rein. Super, habt ihr noch ein paar abschließende Worte, was ihr den Leuten da draußen geben wollt? Hashtag Vollgas. Hashtag Vollgas, alles klar. Ja, wenn ihr einfach E-Sport, Bock auf E-Sport habt hier in der Region, dann kommt einfach mal zu uns, lernt uns mal kennen. Wir werden auch demnächst, wenn das Wetter wieder passt, mal einen Grillen draußen machen, hier auf dem Campus irgendwo. Da kann dann jeder einfach mal vorbeikommen, uns kennenlernen und ansonsten einfach anschreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Genau, ihr findet die Jungs auf allen Social Media, auf der Internetseite, checkt sie mal aus, Engine Stuttgart. Vielen Dank, Niklas und Luca, ihr wart bitte super. Genau, GG wird alle 2 Wochen jeden Dienstag ab 13 Uhr praktisch gesendet. Es wird praktisch um Gaming und um E-Sports gehen, wie die Jungs sagen. Ich werde auch des Öfteren noch Engines-Vertreter hier reinholen, also checkt sie auf jeden Fall mal aus. Genau, und das war's heute mit der Show. Ich bedanke mich bei jedem, der auch bei Twitch reingeschaut hat und in den Chat geschrieben hat. Vielen, vielen Dank. Genau, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Papa Roach Last Resort.